Leute, hi Freunde. Maya und ich sind heute mal auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Wir wollen hier vom Großheim Richtung Plettenberg laufen, Richtung Dotternhausen. Ich zeige euch mal hier so ein bisschen die Gegend. Wir wollen draußen übernachten. Und ja, wenn ihr dabei sein möchtet, ich würde mich freuen. Hier geht es nachher hoch zum Lehmberg, dem höchsten Berg der Schwäbischen Alb. Wir sind hier schon ziemlich hoch, ich glaube 850 Meter so. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was da so passiert. Bis dann. Hier gehen wir hin. Da kommen wir her. Und es gibt eine kleine Planänderung. Wir laufen jetzt nicht auf den Lehmberg hoch, sondern gehen zur Ruine Oberhoberg. Und mal schauen, vielleicht übernachten wir dort. Okay, Leute. Bis später. Ich muss Akku schauen. Wir sind jetzt auf dem Hochberg. Circa 1000 Meter. Über dem Meer. Drüben sieht man den Schwarzwald. Ja, schon ganz schön steil hier. So, wir sind jetzt auf der Ruine Oberhochberg. Das heißt, von Ruine sieht man nicht mehr viel. Toller Ausblick. Jetzt müssen wir gucken, wo schlafen wir hier. Feuer werden wir hier nicht machen, denke ich. Sehen.
schräg. Alle sind da schräg, ja? Ja, melde mich später wieder, wenn ich mich entschieden habe, hier eine Aussichtszone. Ich muss erstmal was essen. Hier übernachten wir jetzt. Zeig euch das mal. Schau mal. Ja, nichts Besonderes. Ziemlich flach aufgebaut. Und wir werden morgen früh von der Sonne geküsst. Das war's erstmal. Vielleicht später noch mal kurz, aber ich muss Akku schon. Ich versuche hier auch noch ein bisschen dich zu erwischen, um meine Akkus zu laden. Aber so viel passiert jetzt da natürlich auch nicht mehr. Okay, Leute. Ich freue mich auf die Nacht hier oben. Bis dann. Unser Lager. Hier oben übernachten wir heute. Und hier stand mal diese Burg. Ja, ich denke, heute werde ich mich früh zu Bett begeben. Morgen früh noch ein paar Kilometer zu machen. See you later. Sonnenuntergang. Und eine müde Maya. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Mädel. Oh, Leute. Super geschlafen.
Auch diese Burg wurde durch die Reichsstadt Rottweil zerstört. Wie viele, viele Burgen hier, wie ich mittlerweile mitbekommen habe. Ja, diese Städte waren schon mächtig. Und Rottweil, die älteste Stadt in Baden-Württemberg. Ja, da geht's ganz schön runter. Naja.